Schwarze, überall herrscht seit einem Jahr Regen und für den Deutschen Exilreinheit. Denn Rasse hält Hitler, aber ist Deutschland, die Deutschland. Deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Mystérieuse découverte de 1500 œuvres volées par les nazis, des Matisse, des Renoir et bien d'autres. Elles étaient dissimulées dans un appartement à Munich. Je pense que c'est la plus grande découverte de peintures volées pendant l'Holocauste ces dernières années. Property rights are an important portion of civilized society. L'allemand Cornelius Gurlitt. La spoliation des Juifs d'Europe centrale. D'une valeur estimée à 1 milliard d'euros. Le devoir moral de la France, c'est de restituer ses œuvres, même 60 ans après. Der Fall Gurlitt hat die wenig bekannte Geschichte der NS-Beutekunst weltweit bekannt gemacht. 1500 Gemälde versteckt in einer Münchner Wohnung, zum Beispiel Matisse, Chagall und Renoir. Die Geschichte geraubter Kunstwerke hat sich zu einem Krimi mit Fortsetzungen entwickelt. Unglaublich. Dabei ist es Teil des bekannten Kapitels der Geschichte von der Entmenschlichung und der kulturellen Zerstörung Europas. Das Kunstmuseum Bern wurde von Cornelius Gurlitt zum Alleinerben ernannt. Ihm obliegt es nun, die Öffentlichkeit über das Schicksal der Werke aufzuklären und sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben. Menschenverachtung, Machtgelüste, aber auch die Faszination für Kunst trieben Hitler dazu an, die Unterwerfung Europas unter die nationalsozialistische Ideologie auch durch die Vernichtung der Kunst zu betreiben. Eine Million verbrannte Bücher und 100.000 geraubte Kunstwerke allein in Frankreich. Die Aufklärung dieser Plünderungen ist eine der letzten Schuldenlasten aus dem Zweiten Weltkrieg. Dies ist die Geschichte dreier Meisterwerke, die ihren Besitzern damals gestohlen wurden. Die Dame in Blau vor einem Kamin von Henri Matisse aus der Sammlung Paul Rosenbergs. Herbstsonne von Egon Schiele aus der Sammlung des Österreichers Karl Grünwald. Und der Gitarrenspieler von Georges Braque aus dem Besitz Alphonse Kanz. Drei Meisterwerke, die für jene Kunst stehen, die von den Nazis als entartet bezeichnet wurde. Diese Kunst wollte Hitler um der Reinheit der Kultur willen vernichten. Doch in Wahrheit nutzt er sie für Tauschgeschäfte. Die Art und Weise, wie sie diese Kunst erst stahlen und dann benutzten, hat eine Bedeutung. Ich denke, es gab auch hier verschiedene Kategorien, wie für alles in diesem perfiden System. Es gab die gute Kunst, die klassische. Die ging entweder in Hitlers persönliche Sammlung oder in die Sammlungen deutscher Museen oder aber in Görings Sammlung. Dann gab es die anderen Kunstrichtungen, wie etwa den Impressionismus. Diese Werke kamen ins Außenministerium, in die deutschen Botschaften. Und es gab die entartete Kunst. Und mit diesen Werken, von Picasso, von Matisse und anderen, konnten die Nationalsozialisten auf dem Pariser Markt gewinnträchtig handeln. Auch wenn das Nazi-Regime diese Kunst öffentlich verurteilte und ihre Künstler diffamierte, so war man sich doch bewusst, dass sie einen beachtlichen finanziellen Wert besaß. Anstatt diese Bilder also zu vernichten, sollten sie in Devisen umgesetzt werden und so indirekt den Krieg finanzieren. Entartet nennt Hitler eine Kunst, die aus einem entarteten Geist hervorgegangen sei. Und er nimmt dabei insbesondere den Kubismus, den Surrealismus und den Dadaismus ins Visier. Wie kann jemand Michelangelo oder das Lächeln der Mona Lisa wertschätzen und zugleich für den Holocaust verantwortlich sein? In Paris gibt es seinerzeit viele jüdische Kunsthändler. Und sie sind das Ziel der Raubzüge der deutschen Besatzer. Schon vor dem Krieg war Paris die Drehscheibe des internationalen Kunstmarktes. Und das ändert sich auch nicht während der Kriegsjahre. Alphonse Kahn, der bedeutende französische Kunstsammler, lebt in Paris. Und in seiner Sammlung befindet sich der Gitarrenspieler von Georges Braque, ein Meisterwerk des Kubismus. Schon 1938 flieht Kahn nach England und muss seine Sammlung in Frankreich zurücklassen.
Alphonse Kahn war ein Dandy. Er war Bankier und Kunstsammler. Zunächst sammelte er alte Gemälde sowie afrikanische und präkolumbianische Objekte und Möbel. Er hatte einen sehr individuellen, aber sehr sicheren Geschmack. Er war ein erstaunlicher Mann. Schon ab 1910, 1915, jedenfalls spätestens nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, faszinierte ihn die moderne Kunst und er kaufte sie. Alphonse Kahn erwarb auch Bilder Picassos aus der kubistischen Periode. Er wusste, dass es schwierige Malerei war, die von der breiten Öffentlichkeit nicht verstanden wurde. Dennoch kaufte er voller Entschlossenheit entsprechende Werke, und zwar in unglaublichen Mengen. Mit der deutschen Besatzung kam auch der Einsatzstab ERR ins Land, der auf Kunstraub spezialisiert war und der, wenn nötig, von der französischen Polizei unterstützt wurde. Kollaboration stand schließlich auf der Tagesordnung. Alphonse Kahn war schon 2 Jahre zuvor nach England emigriert und seine Sammlung, die er in seinem Haus in Saint-Germain-en-Laye zurücklassen musste, wurde konfisziert. Das war im Oktober 1940. Die deutschen Nazis hatten schon vor Kriegsbeginn eine Liste der von ihnen begehrten Objekte erstellt. Und kaum hatten sie Paris im Juni 1940 besetzt, beschlagnahmten sie entsprechende Gegenstände, vor allem aus Galerien. Auf dieser Liste steht selbstverständlich auch die Sammlung Paul Rosenbergs, einer Schlüsselfigur des Pariser Kunstmarktes. Um sich und seine Familie und auch die wichtigsten Kunstwerke, darunter Matisse' Dame in Blau vor einem Kamin, in Sicherheit zu bringen, flieht er nach Südwestfrankreich. Seine Sammlung ist weltbekannt und er ist einer der ersten, auf den es die deutschen Besatzer abgesehen haben. In seiner berühmten Galerie hängen neben bedeutenden Impressionisten auch Meisterwerke der modernen Kunst. Mit Picasso, Braque und Matisse hat Paul Rosenberg geschäftliche und freundschaftliche Beziehungen gepflegt. Ein bedeutender Kunsthändler ist einer, der auch die Karriere der Künstler fördert. Und das hat Paul Rosenberg getan. Mein Großvater gab nicht nur Bilder in Auftrag und verkaufte sie. Er war vielleicht so etwas wie ein Agent. Er förderte die Künstler und stand ihnen beratend zur Seite. Er begleitete ihr Schaffen. Er war ein Kunsthändler, der mit Picasso, Matisse, Braque und Léger im direkten Kontakt stand. In den 20er und 30er Jahren kontrollierte dieser Mann einen Teil des Kunstmarktes. 1939 organisieren die Nationalsozialisten in Luzern eine Versteigerung entarteter Kunst, die sie in deutschen Museen beschlagnahmt hatten. Der gesamte Gewinn fließt in die Kriegswirtschaft. Zu dieser Auktion strömten Sammler und Museumsleiter aus der ganzen Welt. Denn hier kamen großartige Kunstwerke zu unschlagbaren Preisen auf den Markt. Die Interessenten kamen massenweise. Aber mein Großvater sagte, wir kaufen nichts, wir geben den Nazis keinen Pfennig. Denn dieses Geld wird uns dann in Form von Bomben auf den Kopf fallen. Das war seine Form des Widerstands gegen die Nazis. Und folglich stand er auf der schwarzen Liste. Er schloss seine Galerie und zog in die Nähe von Bordeaux. Erstaunlich ist, dass er damals die Illusion hegte, er könne bald nach Paris zurückkehren und die Galerie wieder eröffnen. So schrieb er an Matisse, Sie werden sehen, im April oder Mai komme ich nach Paris zurück. Er dachte da an April oder Mai 1940. Die Galerie wird geöffnet und wir machen wieder tolle Ausstellungen. Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. Anfangs glaubte ja keiner der Sammler daran. Weder die Rothschilds, noch die Rosenbergs oder die Kahns, dass es während des Krieges zu Beutezügen kommen würde. Diese Art systematischer Plünderung war unvorstellbar. Sie wollten die Werke also einfach vor den Verwüstungen des Krieges schützen. Mein Großvater ließ viele Gemälde in die Nähe von Bordeaux bringen. In Le Bourne bei der Banque Nationale du Commerce et de l'Industrie mietete er einen Panzerschrank und sagte sich, da sind sie nun in Sicherheit. Braque besuchte ihn dort und er mietete einen Safe direkt neben dem seinen an.
Doch die Stadt Liburn liegt in der besetzten Zone und die Kontrollen sowie Hausdurchsuchungen bei Juden werden immer häufiger. Er musste sich dann sehr schnell in Sicherheit bringen und viele, sehr viele Dinge zurücklassen. Meine Großeltern und meine Mutter schafften es, bei Andai über die Grenze zu gehen und über Spanien nach Portugal zu gelangen. Es ist wirklich ein Wunder, dass sie sich trotz der Minen und der U-Boote überall nach Amerika einschiffen konnten. Er zog Neid auf sich. Es gab also Informanten, die Paul Rosenberg denunzierten. Es gab Leute, die zu Verhandlungen bereit waren. Sie wollten eine Beteiligung, eine Provision. Und so erhielten sie Gemälde aus der Rosenberg-Sammlung für ihre Informationen. Als die Gestapo 1941 mit Unterstützung der französischen Behörden den Panzerschrank in der Bank aufbrachen, da wurde sowohl der meines Großvaters wie auch der von Braque geplündert. Der Fundus der Sammlung Paul Rosenberg wurde dann am 5. September 1941 ins Museum Jeu-de-Paume gebracht. Hermann Göring, Nummer 2 des Deutschen Reichs und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, benutzt das Jeu de Paume als Lager für die Beutekunst. Dort befinden sich nun Ende 1941 ganz nah beieinander Braques Gitarrenspieler aus dem Besitz Alphonse Kants und Dame in Blau vor einem Kamin, das Gemälde von Matisse aus der Sammlung Paul Rosenbergs. Um den Transport tausender entwendeter Werke ins Museum Jeu de Paume zu gewährleisten, nutzt Göring wieder die Dienste des berüchtigten Einsatzstabs ERR. Göring nahm diesen Einsatzstab einfach in seinen Zuständigkeitsbereich auf, stockte dessen Transportmittel und das Personal auf, sodass in regelmäßigen Abständen Lieferungen nach Deutschland stattfinden konnten. Göring stand ein eigener Zug zur Verfügung und im letzten Waggon lagerten die geraubten Kunstschätze. Er verbrachte einen Gutteil seiner Zeit damit, überall in Europa nach Kunstwerken zu suchen, die er sich gewaltsam aneignete und in seine umfangreiche persönliche Kunstsammlung aufnahm. Als Großmeister dieses niederträchtigen Systems nimmt sich Hermann Göring das Recht heraus, frei über das Schicksal der geraubten Werke zu entscheiden. Der Gitarrenspieler und die Dame in Blau vor einem Kamin werden Teil seiner Beute. Sein Netzwerk dient auch dazu, seine persönliche Kunstsammlung zu bestücken. Ich sehe diese Fotos zum ersten Mal. Unglaublich. Hermann Göring kommt ins Museum Jeu de Paume, in dem die Kunstwerke enteigneter jüdischer Familien lagern. Über 20 Mal besucht er das Museum. Im Februar 41, März 41, im April, Mai, Juli und August 41, im Dezember 41, im Februar 1942, März 42, im Mai 42 und im November 1942. Das ist schon bemerkenswert. Der Mann verbringt sein Leben dort und er kommt immer inkognito. Göring, dieser widerwärtige Mensch, liebt die entartete Kunst geradezu. Im Jeu de Paume gibt es sogar einen speziellen Saal, den sogenannten Märtyrersaal, in dem alle Werke versammelt sind, die Göring interessieren könnten. Ja. Auf diesem Foto ist dieser Märtyrersaal zu sehen. In dichter Salonhängung sind hier alle Werke angebracht, die als entartet gelten. Wir können Werke von Chagall, Matisse und Picasso erkennen. Auch viele Werke von Dali, Fernand Léger und Torres Garcia.
Wir sind der Meinung, dass da ist der Brack. Sowohl der Bildaufbau als auch die Maße sind erkennbar. Es handelt sich ja um ein hohes, ziemlich schmales Bild. Das Jeu de Paume wird zur Drehscheibe der NS-Beutekunst und des kriminellen Handels mit ihr. Unter Lebensgefahr führt eine junge Angestellte Buch über die Herkunft und wenn möglich über die weitere Bestimmung der Gemälde. Für die späteren Restitutionen wird sie eine entscheidende Rolle spielen. Der Direktor des Louvre, Jacques Jaujard, bat diese junge Frau, Rose Vallon, vor Ort genau hinzuschauen, was die Nazis dort trieben. Sie beobachtet alles aufmerksam, durchsucht die Abfallkörbe nach Resten von Listen oder deren Abschriften und sie bemüht sich, die Adressen der bestohlenen Sammler herauszufinden. Nachts in der Orangerie verzeichnete sie in einem kleinen Heft alle Werke, die sie gesehen hatte und, soweit möglich, woher sie gekommen waren und wohin sie gebracht werden sollten. Nach der Befreiung waren diese Listen von unschätzbarem Wert für die französischen Museen und Sammler. Rose Vallon teilte mit, dass das Brack-Gemälde Teil eines Tauschhandels wurde. Wir haben die entsprechenden Belege. Dieses Dokument liegt im Archiv des Louvre sowie im Archiv des Außenministeriums. Sehr interessant ist es, das Datum zwischen dem von Rose Vallon verzeichneten Gemäldetausch mit den Besuchen Görings zu vergleichen. Der Tausch, der uns hier interessiert, fand zum Beispiel im Februar 1942 statt. Und Göring ist am 25. Februar 1942 im Jeu de Paume. Hier finden wir zum Beispiel das Stillleben mit Gitarre von Brack unter der Nummer 1062 mit der Referenz HG, Hermann Göring. Und der Gitarrenspieler verschwindet dann eben auch von der Bildfläche, 1942. Wie der Brack, so ist auch das Matisse-Gemälde Dame in Blau vor einem Kamin Gegenstand eines Tauschgeschäftes. Es wird von Hermann Göring zusammen mit vier anderen Matisse-Bildern bei einem Kunsthändler, der mit den Nazis kollaboriert, gegen ein Gemälde Jan Bruegels getauscht. Hier sehen Sie, wie ein Mitglied des Einsatzstabs, der den Kunstraub mitorganisierte, Göring ein Glas Champagner einschenkt. Das Gemälde, das Göring gerade anschaut, ist der Hafen von Antwerpen von Jan Bruegel. Er ist dabei, den Handel zu besiegeln, den Bruegel an sich zu nehmen und bei einem Kunsthändler gegen vier Matisse einzutauschen, die jüdischen Familien entwendet wurden. Während des Krieges florierte der Pariser Kunsthandel. Das ist ein gut organisiertes Netzwerk, ein illegaler Markt mit diversen dunklen Vertriebswegen. Bei Drouot zum Beispiel gab es ständig Auktionen. Viele Kunstgalerien waren nach wie vor geöffnet, was selbstverständlich Kollaboration voraussetzte. Alle, ich sage ganz offen, alle französischen Galeristen haben während der Besatzungszeit von der Raubkunst profitiert. Am 31. Oktober 1942 fand der Verkauf von Gütern aus dem Besitz Alphonse Kahns statt. Drei Auktionstage, so die Anzeige des Auktionshauses Drouot. Wissen Sie, was das heißt, drei Tage? Das sind Hunderte von Gemälden, allein in Frankreich. Die Spur der Bilder von Brack und Matisse, die bei Alphonse Kahn und Paul Rosenberg konfisziert wurden, verliert sich auf dem Schwarzmarkt. Und die Nationalsozialisten fahren mit der Plünderung des europäischen Kunsterbes fort und keiner hindert sie daran. Diese Methode, die die Nazis beim Transport von Menschen anwandten, die von Paris nach Auschwitz verfrachtet wurden, das heißt, indem sie sie in Viehwaggons pferchten, das muss man als Analogie verstehen. Dieselbe Methode wandten sie auch bei der Verfrachtung der Raubkunst an. Same method that was applied.
Überall in Europa betreiben die Nationalsozialisten systematische Plünderungen, damit ihnen auch ja kein Werk entgeht. Ein boomender Wirtschaftszweig. 1942 verlässt auch der österreichische Kunstsammler Karl Grünwald sein Land. Er hat ein paar Gemälde im Gepäck, darunter Herbstsonne von Egon Schiele. Karl Grünwald ist es ja gelungen, einen großen Teil seiner Bilder, die ihm wichtig waren, aus Österreich auszuführen, indem er ihren Wert auch sehr gering angibt und man ohnehin also diese Art von Kunst, die er gesammelt hat, ja nicht geschätzt hat. Er hat sie nach Straßburg mitgenommen und dort in ein Depot gegeben. Karl Grünwald war es gelungen, ein Visum zu bekommen und Österreich zu verlassen. Er hoffte, über Frankreich und Spanien in die USA zu entkommen. Die übrige Familie bekam die Visa nicht rechtzeitig und sie wurde deportiert. Nur leider, als er eben dann aus Frankreich weg musste, kam er an dieses Depot nicht mehr ran und er musste die Bilder in Frankreich zurücklassen, um sein Leben zu retten. Ist ihm die Flucht aus Frankreich gelungen. Er hat eigentlich gedacht, er kann sich gleich einschiffen nach New York. Aber er war eben in, er saß dann in Marokko fest, wo er auch wirklich persönlich sehr gelitten hat, unter sehr, sehr unangenehmen Bedingungen festgehalten wurde. Ja, na, was wir wissen über das Schiele-Bild ist, dass es 1943 von den Nazis in Straßburg versteigert wurde, gegen den Willen der Familie. Wir wissen nicht, ob es ersteigert wurde oder unverkauft blieb. Wir wissen einfach nicht, was zwischen 1942 und heute geschah. 1943 verschwinden diese drei Gemälde im undurchsichtigen, doch sehr ertragreichen Markt. Nach Kriegsende wird eine Schätzung aufgestellt. 600.000 Kunstwerke sind dem Kunstraub der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen. Karl Grünwald war nach New York geflüchtet, von wo er nie zurückkehrte. Alphonse Kahn blieb in London. Nur Paul Rosenberg kehrte gleich nach Kriegsende nach Paris zurück. Als mein Großvater 1945 zurückkehrte und sich auf die Suche nach seinen Bildern machte, begannen die Leute auszupacken. Vielleicht hätte ich es gern gesehen, dass er ein Gerichtsverfahren eingeleitet hätte. Aber er meinte nur, er würde sich schon rächen. Er verhielt sich ein bisschen wie der Graf von Monte Cristo. Er ging in die Galerien und sagte, auf die Bilder zeigend, das gehört mir und das gehört mir und das gehört mir. Ein Galerist hat ihm wohl gesagt, nein, nein, ich habe kein einziges ihrer Bilder gesehen. Wenn ich eines gesehen hätte, ich versichere Ihnen, ich hätte es gemeldet oder es in Sicherheit gebracht. Mein Großvater antwortete, dieses gehört aber mir. Und der Galerist, ach wirklich, das ist wohl ein Versehen. Und er gab es ihm zurück. Die damalige Kunstwelt war übersichtlich. Man wusste, welches Gemälde in Rosenbergs Galerie gehangen hatte. Man hatte es entweder dort selbst gesehen oder jemand hatte einem davon erzählt. Hier geht es um eine Kollaboration im Kunstbereich. Wer den Weg eines Bildes verfolgen will, braucht nur im Katalog von Paul Rosenberg nachzusehen. Die Kunsthändler, die im Krieg kollaboriert haben und dadurch reich geworden sind, haben natürlich behauptet, sie wüssten von nichts. Aber ein Kunsthändler weiß naturgemäß Bescheid. Es sei denn, es ist irgendein Trödler. Also haben sie gelogen. In den Nachkriegsjahren ist der internationale Kunstmarkt von Werken mit sehr dunkler Vergangenheit überschwemmt und die bestohlenen Sammler machen sich auf die Suche nach ihrem einstigen Besitz. Am 24. November 1944 wird eine Kommission eingerichtet und 45.400 Gemälde können dank ihrer Arbeit gleich nach Kriegsende ihren Besitzern zurückgegeben werden. Von über 50.000 gibt es noch immer keine Spur. In den 50er und 60er Jahren fragte niemand mehr danach. Diese Raubzüge wurden aus dem Gedächtnis gelöscht. Wenn man bedenkt, dass die Öffentlichkeit erst in den 70er Jahren dank dem Historiker Robert Paxton auf die Beteiligung des Vichy-Regimes an den Judendeportationen aufmerksam wurde, also erst Jahrzehnte nach Kriegsende, dann ist es doch nicht verwunderlich, dass auch die Wege der Beutekunst im Dunkeln blieben. Kunstraub wurde jedoch vom Nürnberger Gericht als Kriegsverbrechen gewertet. Alphonse Kahn stirbt 1948 und es ist nicht bekannt, ob er den Gitarrenspieler je wieder gesehen hat. Paul Rosenberg stirbt 1959 und er hat nie erfahren, was aus der Dame in Blau vor einem Kamin geworden ist.
Karl Grünwald stirbt 1964 und trägt seinem Sohn auf, unermüdlich nach der Herbstsonne seinem Lieblingsbild zu forschen. Millions de francs, c'est le prix payé par le centre Georges Pompidou pour acquérir un tableau de Braque, l'homme à la guitare. C'est un tableau qui a été donc effectivement vendu à la vente Lefebvre en 1965 pour la somme de 20. Erst 36 Jahre nach Kriegsende taucht eines der drei Bilder wieder auf, in einem weltberühmten französischen Museum. 1981 berichten die Medien über das Centre Pompidou und dessen spektakulären Ankauf eines kubistischen Kleinods, Georges Braques Gitarrenspieler. Der 1948 verstorbene Alphonse Kahn wird nicht mehr erwähnt, denn in den 80er Jahren interessiert man sich nicht für das Thema Beutekunst. Erst Mitte der 90er Jahre tritt die Frage der Restitution in den Vordergrund. Das französische Außenministerium beschließt, seine Archive zu öffnen und damit auch den Bericht des damaligen Einsatzstabs ERR, in dem alle geraubten Kunstwerke und ihre Herkunft gewissenhaft aufgelistet sind. Eines schönen Morgens im Jahr 1996 sucht mich ein Klient in der Kanzlei auf, ein entfernter Kann-Erbe, und bringt mir den Bericht des Einsatzstabs, der allen Erben ausgehändigt wurde. Genau so hat es sich zugetragen. Ich ging also ins Außenministerium, habe mir die Liste ebenfalls aushändigen lassen und siehe da, das Bild hängt mir nichts, dir nichts im Centre Pompidou. Folglich stellen die Kann-Erben noch im selben Jahr den Restitutionsantrag für den Gitarrenspieler, das Bild, das ihrem Großvater geraubt wurde. Wir haben uns an den damaligen Museumsdirektor Jean-Jacques Ayagon gewandt. Aber was wir dann erleben mussten, war ernüchternd und traurig. Denn das Centre Pompidou stellte sich zunächst einmal taub. Wir haben nicht sofort reagiert, das stimmt. Denn wir waren der Meinung, dass dieses Bild zwar von den Nazis geraubt worden war, aber nach dem Krieg dann unter Bedingungen wieder aufgetaucht war, die nahelegten, dass es zwischen Alphonse Kahn und André Lefebvre zu einer Transaktion gekommen war. André Lefebvre ist damals eine bekannte Figur des Pariser Kunstmarktes. Nach dem Krieg taucht der Gitarrenspieler bei ihm wieder auf. Das Centre Pompidou gibt zu verstehen, dass André Lefebvre dieses Bild auf legitime Weise erworben haben könnte. Wäre das der Fall, dann gäbe es eine entsprechende Spur. Seltsamerweise ist sein Archiv, das dem Centre Pompidou übergeben wurde, bis 1939 absolut vollständig. Von 1940 bis 1945 ist allerdings nichts verzeichnet. Wie durch Zufall ist dieser Teil verschwunden. Ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bild wieder auftaucht, ist es André Lefebvre, der mit dem Gitarrenspieler in Verbindung gebracht wird. 1948 leiht er es ganz offiziell für eine Ausstellung in Freiburg im Breisgau aus. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Ausstellung in Freiburg eine Möglichkeit bot, das Bild als rechtmäßigen Besitz von André Lefebvre erscheinen zu lassen. So ähnlich wie Geldwäsche. Das Gemälde tauchte wieder auf und es gehörte dem großen Sammler André Lefebvre. Man muss den Organisatoren dieser Ausstellungen wirklich sehr, sehr perverse Absichten unterstellen, um die Annahme zu verfolgen, diese Ausstellungen seien zum Reinwaschen geraubter Bilder veranstaltet worden. Es ist völlig undenkbar, dass sich André Lefebvre zu Lebzeiten von Alphonse Kahn ganz offen als Besitzer dieses Bildes präsentiert hätte, ohne dass es zwischen den beiden eine Vereinbarung gegeben hätte. Aber was für eine Vereinbarung war das? War es ein Verkauf, ein Tausch oder irgendetwas anderes? Es gibt keinerlei Hinweise darüber. 1974 erschien in der Zeitschrift Connaissance des Arts ein Artikel von Jérôme Peignot, der seinerzeit sehr oft zu seinem Patenonkel André Lefebvre zum Mittagessen geladen war. Er schreibt, er habe nie erfahren, woher die Bilder kamen. Lefebvre habe nie darüber gesprochen. Nach dem Krieg forderte Alphonse Kahn viele Bilder zurück, die ihm einst gehörten. Warum erwähnte er da nie eines der bedeutendsten Bilder aus seinem Besitz? Man könnte sich vorstellen, aber es ist nur eine Annahme, dass er der Meinung war, er habe dieses Bild jemandem verkauft, nämlich André Lefebvre.
Alle Dokumente, die wir ihnen vorlegten, führten zu Bemerkungen wie: Wir werden recherchieren, wir sehen uns später wieder. Und dann kamen sie mit der immer gleichen Antwort zurück: Aber nein, das ist unmöglich. Es ist auch wieder typisch, dass Museen auch bei verhältnismäßig klarer Sachlage und ich finde auch klarer Rechtslage oft Verhandlungen endlos lange hinziehen. Und diese lange Dauer dient natürlich auch der Zermürbung der Antragsteller. Man möchte eine andere Vergleichssumme aushandeln. Man möchte eine Einigung auf einer Basis haben, die für das Museum oder den Besitzer günstiger ist. 2 oder 3 Jahre lang haben wir versucht, mit ihnen zu verhandeln. Aber sie wollten davon nichts wissen. Also haben wir Anzeige wegen Hehlerei erstattet. Die Familie ist der Ansicht, es sei Hehlerei, da bewiesen ist, dass das Bild geraubt wurde. Trotzdem rückt das Museum es nicht heraus. Also fand die nächste Begegnung beim Richter statt. Zwischen zwei Vertretern der Familie Kahn, mir und Ayagon auf der anderen Seite. Und das war eine große Freude für uns, aber weniger für sie. Der erste Raub dieses Bildes war der Nazis 1940. Und der zweite fand statt, als das Centre Pompidou sich weigerte, das Bild herauszugeben. Die Strafanzeige wegen Hehlerei führt zu Nachforschungen, die vom Untersuchungsrichter geleitet werden und mehrere Jahre andauern. Wie es der Zufall will, wird zu diesem Zeitpunkt im Jahre 2005 eine weitere Lücke gefüllt. Herbstsonne. Das Bild von Egon Schiele aus der Sammlung Karl Grünwalds taucht nach über 60 Jahren unter mysteriösen Umständen in einem tristen Vorort im Osten Frankreichs auf. Das Bild war schon 1914 bei der Münchner Sezession ausgestellt worden, dann in Brüssel auch 1914, dann in Wien und später in Paris. Dieser Text hier sagt alles über die frühe Geschichte des Bildes. Alles ist sehr genau erfasst. Wir wissen also sehr gut Bescheid über die ersten 20, 25 Jahre, aber danach nichts. Das Bild entstand 1914, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Man sieht Sonnenblumen und hinter ihnen die bleiche Herbstsonne, deren Strahlen sehr schwach sind. Es ist nicht mehr warm, es ist schon kühl. Normalerweise wenden sich Sonnenblumen zur Sonne hin, aber diese Sonnenstrahlen sind nicht mehr kräftig genug. Bei Schiele wenden sich die Blumen von der Sonne ab. Sie blicken den Betrachter an, fast wie menschliche Wesen. Sie welken dahin, sie verblassen. Sie sind Sinnbild des Alterns und des Verfalls. Und sie erweisen sich als ein apokalyptisches Symbol des Ersten Weltkriegs. Karl Grünwald war Oberleutnant im Ersten Weltkrieg in Wien stationiert und Egon Schiele als junger Soldat im Innendienst war eben sehr, sehr unglücklich in seiner Rolle, hat sehr gelitten als quasi Soldatenbeamter. Und Grünwald hat dann dafür gesorgt, dass er nach Wien versetzt wird und eben unter besseren Bedingungen leben kann, auch zu Hause schlafen darf und nicht in der Kaserne und hat ihm dadurch ja auch das Arbeiten ermöglicht, was so wichtig war für ihn als Künstler. Er rettete ihn. Möglicherweise hat er ihm das Leben gerettet, indem er ihn von der Front wegholte. Er gab ein Bild bei ihm in Auftrag und fing damals schon an, seine Bilder zu sammeln. Karl Grünwald war ein außergewöhnlicher Sammler. Lange vor allen anderen hat er die unglaubliche Begabung Egon Schieles erkannt, dessen Schaffen bekanntlich nicht sehr umfangreich war, da er schon mit 27 Jahren starb.
Grünwald hat einen Großteil seiner Werke gekauft. Er hat ihn nicht nur künstlerisch, sondern auch seelisch und menschlich unterstützt. 2005 sind nur sehr wenige Bilder von Egon Schiele im Umlauf. Er ist jung verstorben und unbekannte Bilder von ihm sind rar. Herbstsonne taucht wie von Zauberhand auf, in der Nähe von Mulhouse, in einer möblierten Wohnung, die ein paar Jahre zuvor von einer Arbeiterfamilie auf Rentenbasis gekauft worden war. Es war im Herbst 2005, als wir hierher kamen. Wir hatten einen Anruf von einem Juristen hier aus Mulhouse bekommen. Er erzählte uns, dass einer seiner Kunden etwas in seiner Wohnung entdeckt hätte und wir sollten doch mal einen Blick drauf werfen. Wir dachten nur, das kann nicht sein. Das ist sicher eine Fälschung, das muss eine Kopie sein, eine Reproduktion. So etwas gibt es. Es gibt auch sehr frühe Reproduktionen solcher Bilder. Herbstsonne ist ein Meisterwerk und man findet Meisterwerke nicht einfach so. Wir wussten auch, falls es echt ist, ist es etliche Millionen Dollar wert. Als wir die Treppe hochkamen, drang so ein Licht durchs Fenster und das Bild stand auf dem Boden an die Wand gelehnt. Wir sahen es und innerhalb von Sekunden war uns klar, das ist es. Das ist das so lange vermisste Bild, das seit 60 Jahren niemand mehr gesehen hat. Das echte Sonnenblumenbild von Egon Schiele aus dem Jahr 1914. Für einige Kenner und Größen der Kunstwelt ist diese von Christie's inszenierte Geschichte um das magische Wiederauftauchen eines lange verschwundenen Gemäldes fast zu schön, um wahr zu sein. Also ich habe mit den Erben gesprochen in New York und das ist ganz bestimmt die offizielle Version. Aber hier ging es dann doch um das große Geld, nicht? There's this young man. Da gibt es also diesen netten jungen Mann, dem dieses Bild jetzt gehört. Und wir wissen, dass die große, in aller Welt verstreute Familie Grünwald berechtigt ist, es zurückzufordern. Der Fall Herbstsonne war natürlich eine großartige Möglichkeit für ein Auktionshaus wie Christie's, sich als großer Vermittler, als großer Retter eines wichtigen Kunstwerkes in der Öffentlichkeit darzustellen. Ein Glücksfall für Christie's, wenn man so will, denn das Bild war über Jahrzehnte angeblich verschollen. Angeblich wusste niemand, wo das Bild ist. Selbst die Bewohner dieser Wohnung wussten nicht, um welche Art von Bild es sich handelt. Und nun kann also ein Experte wie Christie's diesen Fall lösen. Und die Erben haben in Wahrheit gar keine Möglichkeit, ihren eigenen Weg zu gehen. Es ging nicht nur darum, das Bild zurückzugeben oder eine andere Lösung zu finden. Das Bild stand auch dafür, dass mehrere Generationen der Familie wieder zusammenfanden. Sie wussten alle, dass es das Gemälde war, das ihr Großvater jahrzehntelang gesucht hatte. Insofern hat Christie's natürlich auch eine wichtige Rolle übernommen. Trotzdem hat Christie's eben nicht nur sehr positive PR gemacht, sondern auch Geld verdient. Und das wäre vielleicht wirklich nicht notwendig gewesen, wenn man die rührende, märchenhafte Geschichte zu Ende erzählen will.
Wir verkauften das Gemälde dann 6 Monate später für rund 21,7 Millionen Dollar. Und dabei hatten wir es in einer Wohnung gefunden, die einen Bruchteil, einen winzigen Bruchteil dieser Summe wert war. Mit dem Erlös des Gemäldes hätten sie wahrscheinlich die ganze Straße kaufen können. Die Familie Grünwald wollte den Mann kennenlernen. Und wir brachten sie in London ganz in der Nähe von Christie's in einem Hotel zusammen. Wir saßen alle um einen großen ovalen Tisch. Das werde ich nie vergessen. Ein Familienmitglied hielt eine Rede und sie hießen den Mann als neues Mitglied der Familie Grünwald willkommen. Es war sehr anrührend. Es war ein äußerst bewegender Moment. Wir wissen es nicht und ich bin mir sicher, dass die Beteiligten aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflichten, die in solchen Verträgen immer aufgenommen werden und an die man sich auch wirklich halten sollte, weil man sonst mit sehr großen Nachteilen rechnen muss, nicht dazu führen, dass wir die Wahrheit oder die gesamte Story irgendwann einmal erfahren. Nun, wir reden nicht darüber, wie der Fall gelöst wurde, aber es kam zu einer Vereinbarung. Sie sehen, dass ich ein wenig schmunzel, wenn Sie diesen Fall schildern. Und dann haben wir eine Situation, die sehr oft anzutreffen ist, dass Auktionshäuser oder auch Kunsthändler sich an die Erben jüdischer Sammler wenden und sagen, wir wissen, wo dein Kunstwerk ist, wir können es dir aber nicht herausgeben, aber wir können eine Einigung vermitteln, sodass du bei dem Verkauf etwas davon hast und auch der aktuelle Besitzer. Das ist sicher absolut pragmatisch und nicht zu beanstanden, aber es ist rechtlich nicht eindeutig, weil aus meiner Sicht hätte die Grünwald-Familie ihr Eigentum zurückbekommen müssen. Das ist heute auf dem Auktionsparkett üblich. Man muss es nicht bewerten. Das Ergebnis spricht für sich. Das Bild ist wieder aufgetaucht, nach Jahrzehnten überhaupt wieder bekannt geworden. Es ist, wie wir sagen, wieder der Vergessenheit entrissen worden. Aber der Markt hat gesprochen und der Markt hat einen wunderbaren Preis erzielt. Wir hoffen sehr, dass diese Geschichte als Beispiel für zukünftige Restitutionsfälle dienen kann. Sie beweist, dass gütliche Einigungen immer möglich sind. 21,7 Millionen Dollar. Was auch immer das geheimnisvolle Arrangement beinhaltet, das ist die Summe, die die Versteigerung des Bildes einbringt. Die Ermittlungen zu Bracks Gitarrenspieler ziehen sich indessen in die Länge. Der Dialog zwischen dem Centre Pompidou und den Erben von Alphonse Kahn bleibt äußerst spannungsgeladen. Die Strafanzeige wegen Hehlerei hat endlose Recherchen zur Folge, ohne dass die Frage nach dem Verbleib des Gemäldes nach der Konfiszierung aufgeklärt werden kann. Das Verfahren wurde eingestellt. Die Anzeige hatte also keinerlei juristische Konsequenzen. Die Untersuchungen hatten mehrere Jahre angedauert. Der Richter hatte auch mich damals angehört. Aber es konnte nie bewiesen werden, dass zwischen Alphonse Kahn und einem Dritten je eine Abtretungsurkunde unterzeichnet wurde. Letztlich entschied man, der Zweifel habe die rechtmäßigen Erben von Alphonse Kahn zu begünstigen. Das Centre Pompidou hat das Bild behalten und die Familie wurde entschädigt. Das wurde schriftlich vereinbart. Das Bild bleibt im Centre Pompidou. Damit hat die Familie Kahn sicherlich die richtige Entscheidung getroffen. Sie haben sich als sehr großzügig erwiesen und angemessen verhalten und nicht den tatsächlichen finanziellen Wert des Gemäldes ausgeschlachtet. Ich denke, heutzutage ist so ein Bild zwischen 70 und 80 Millionen Euro wert. Man findet keine solchen Bilder mehr oder nur selten. Es ist ein Symbol einer der bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendsten Kunstbewegung des 20. Jahrhunderts. In der Tat verstehen sich Museen heutzutage als Bewahrer der Kunst. Viele Museen, an die Restitutions-
Anträge herangetragen werden, stellen sich auf den Standpunkt, wir haben über viele Jahrzehnte diese Werke gerettet, bewahrt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Dazu sehen wir auch uns verpflichtet. Und wir wollen nicht, dass ein Bild, das inzwischen so wertvoll geworden ist, in die private Versenkung verschwindet. Für Museen war das schon immer eine sehr schwierige Sache. Denn ein Museum behandelt solche Gemälde oder andere Kunstgegenstände nicht als Raubkunst, sondern nur als tatsächliche oder als potenzielle Museumsobjekte. Viele Kuratoren sind der Ansicht, dass ein Bild unter keinen Umständen das Museum wieder verlassen darf, wenn es sich einmal in ihrem Museum befindet. Unter keinen Umständen. Ich kann die Museen verstehen. Sie trennen sich natürlich ungern von Bildern, die jahrzehntelang an ihren Wänden hingen. Und da kommt dann plötzlich einer daher und verlangt die Rückgabe. Und es stellt sich heraus, dass sie nicht die Besitzer dieses Werkes sind, sondern nur die Verwahrungsstelle waren. Ich verstehe Ihre Frustration. Und doch ist es normal, dass man Dinge, die einem nicht gehören, zurückgeben muss. Der Fall des Braque-Bildes ist bis heute eine schmerzliche Geschichte in der Chronik des Centre Pompidou. Nach dem Erwerb im Jahre 1981 muss das Museum nun zum zweiten Mal eine stattliche Summe zahlen, damit das Werk in den nationalen Sammlungen verbleiben kann. Der Fall des Matisse-Bildes aus der Sammlung Rosenberg erzählt eine andere Geschichte. Dieses Bild taucht 2012 anlässlich einer Matisse-Retrospektive wieder auf. Im selben Museum und das 67 Jahre nach seinem Verschwinden. Die Dame in Blau am Kamin ist damals eine Leihgabe einer norwegischen Stiftung aus Oslo und wird mit Dutzenden anderer Matisse-Bilder ausgestellt. Ich kenne die Liste der fehlenden Bilder nicht auswendig. Deshalb bin ich immer arglos daran vorbeigegangen. Aber zum Glück gibt es Fachleute wie Emmanuel Polak, die immer auf dem Laufenden sind. Und die Familien unterrichten, in diesem Fall uns, und sagen, da hängt ein Bild aus ihrem Familienbesitz. Im Frühjahr 2012 hat der Anwalt der Familie Rosenberg in New York Kontakt mit uns aufgenommen und uns die Unterlagen des Einsatzstabs ERR vorgelegt, die sich heute in den USA in Washington befinden. Er teilte uns mit, dass das Bild einst geraubt wurde. Es war der erste Fall in Norwegen und für ein kleines Museum wie das unsere war es natürlich eine große Belastung, entsprechende Untersuchungen in die Wege zu leiten. Und wenn wir wissen, wie es verloren gegangen oder an wen es verkauft worden ist in der Nazizeit, dann wird es komplizierter, weil wir müssen 50 Jahre prüfen, wo das Kunstwerk hingekommen ist. Und wie ich schon sagte, manchmal 4-5 Mal verkauft worden. Und das ist sehr kompliziert. Als wir das Bild aus dem Rahmen nahmen, konnten wir keinerlei Spuren zu der Geschichte des Bildes finden. Das einzige Zeichen auf der Rückseite des Gemäldes ist ein Stempel der norwegischen Krone. Also wurde es nach Norwegen eingeführt. Das ist alles, was wir wissen. Genau wie bei dem Braque-Gemälde müssen die Erben beweisen, dass die Dame in Blau vor einem Kamin Paul Rosenberg gehörte. Es muss nachgewiesen werden, dass es sich in seinem Safe in Liburn befand. Er hatte sich direkt nach dem Krieg auf die Suche gemacht und alle seine Unternehmungen diesbezüglich sind genauestens dokumentiert. Hier ist ein ganz entscheidender kleiner Vermerk, den Panzerschrank in Liburn betreffend. Wie ich es Ihnen in meinem Brief vom 15. dieses Monats mitgeteilt habe, wurde der Panzerschrank am 28. April 1941 in Anwesenheit der Besatzungsmächte gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde dann in einen anderen Panzerschrank gebracht und François-Maurice Rogano, der Direktor der Kunsthochschule von Bordeaux, erstellte diese Inventurliste. Auf dieser von Rogano erstellten Liste ist tatsächlich das Gemälde von Matisse erfasst. Dame in Blau vor einem Kamin. Die Maße sind 60x81. Man weiß ja auch, dass diese Werke im September 1941 ins Museum Jeu de Paume gelangten. Auf der Rückseite dieses Schildchens mit Informationen über eine andere Zeichnung von Matisse entdeckte ich wiederum eine Liste, ein Besitzverzeichnis. Und da, die Dame in Blau vor einem Kamin mit der Inventarnummer 3789 der Sammlung Paul Rosenbergs.
Die Tatsache, dass da steht, entweder in Florac oder in Paris übernommen, ist wohl ein Hinweis darauf, dass diese Bilder nach dem Krieg nicht unmittelbar zu Paul Rosenberg zurückgekehrt sind, sondern dass er noch auf der Suche nach ihnen ist. Dass sich die Dame in Blau vor einem Kamin im Panzerschrank von Libourne befand, bestätigt also, dass das Bild Paul Rosenberg gehörte. Nun muss noch ermittelt werden, ob das norwegische Ehepaar Heni Onstad zu dem Zeitpunkt, als sie das Bild erwarben, wussten, dass es sich um ein geraubtes Werk handelte. Es fand schon vor den 60er Jahren Eingang in die Sammlung der norwegischen Stiftung. Denn in Ausstellungskatalogen aus den Jahren zwischen 1960 und 1963 finde ich es ungefähr 17 Mal. Daraus schließe ich, dass die Besitzer des Bildes in gutem Glauben handelten. Wenn man ein Bild ausleiht und auch keinerlei Angst hat, es auszustellen, dann fürchtet man doch nicht, dass eine Besitzerfamilie Forderungen stellen könnte. Die Sache ist die, wenn man die Geschichte eines Kunstwerks nachverfolgt, kann man sich nie hundertprozentig sicher sein, sondern muss anhand der Informationen, die man in Erfahrung bringt, eine Entscheidung darüber treffen, ob man das Werk zurückgibt oder nicht. Wir haben es zurückgegeben, aber es wird immer einen Teil der Geschichte geben, der nicht wirklich belegt ist. Die Rückgabe des Matisse-Gemäldes aus der Sammlung Rosenberg durch das norwegische Privatmuseum, also eine private Stiftung, ist ein ganz außergewöhnlicher Restitutionsfall. Außergewöhnlich deshalb, und ich bin äußerst positiv überrascht darüber, dass eine private Stiftung sich bereit erklärt hat, ein Bild aus dem Stiftungsbesitz zurückzugeben an die Rosenberg-Familie, obwohl es nach norwegischem Recht nicht verpflichtet wäre, das Bild zurückzugeben. Es war ein trauriger Moment, als das Bild die Stiftung verließ. Aber ich bin sicher, dass wir das Richtige getan haben. Und das ist das Wichtigste für unser Haus und für mich. Es ist sehr bewegend, so ein Bild wiederzufinden. Man fragt sich, was ist ihm widerfahren? Was ist geschehen, seitdem es im Atelier von Henri Matisse gemalt wurde und von dort aus direkt in die Galerie meines Großvaters kam? Dann kommt der Krieg und es gerät in einen dunklen Wirbel, kommt im Lieferwagen der Gestapo in ein bewachtes Lager und von da aus wird es dann von zwielichtigen Zwischenhändlern verscherbelt. Im Grunde hat es eine ganz unglaubliche Geschichte erlebt. Der umfangreiche Kunstraub bleibt immer eines der Symbole dessen, was die Nazis beabsichtigten, was ihnen aber misslang und was die Alliierten wieder gutzumachen versuchten. Es war der Raub der europäischen Kultur.